Das Spiel ist das Richtige für dich, weil man viel Geduld braucht. Nein, das Spiel ist das Richtige für mich, weil es was Schönes zum Entspannen ist. Lass mich durch, du aller Teetopf. Da muss ich mal ein Stück nach vorne bewegen. Da dreht er manchmal den Kopf. Der guckt immer in dieselbe Richtung. Ach, ich weiß, was ich machen kann. Das macht die Sache jetzt auch nicht besser. Weil sobald ich aufstehe... Guck mal. Hier unten gibt es auch irgendwie einen Weg. Wir denken auch nur, ey. Ah, da klimpert was. Da muss eine Seele aus dem Fegefeuer gerettet werden. Ah, nee, doch nicht. Nur ein kleiner Junge. Dann rette ich den mit meinem Prügel. Kirch hat echt ein Imageproblem. Das andere Kind ist da oben am Top. Guck mal, wie ich eine Suppenkelle balanciere auf meiner Nase. Ah, oh, du bist ein super Talent. El super Talento. Dass die hochheilige Mutter. Es tut mir leid.
Ist das der richtige Weg? Kannst du mir sagen, ob es noch einen Deutsch-Patch für Mount & Blade 2 kommt? Mount & Blade 2 hat, also wird eine Deutsch-Portierung bekommen, wenn das Early Access durch ist. Das ist auch schon die Aussage schon immer gewesen. Ich glaube, der lässt sich nicht irritieren, weil der singt. Und deshalb hört er das Klimpern der Steine nicht. Richtig. Kannst du den inoffiziellen Deutsch Translate Mod nehmen? Oh, jetzt aber Dali. Wusste ich's doch, dass wenn die ehrwürdige Mutter ein Problem hat, dass die angetackt kommen. Tja. Wird ein Stream für lau übrigens. Weil wir nicht genug Leute für Sponsored Stream finden. Sponsored Stream haben werden. Macht aber nichts, ist schon okay. Spiel ist trotzdem ganz süß. Deshalb, das gibt's for free. Wäre auch selbst schuld, hab ein bisschen spät angefangen. Nein. Wir sollen aber sofort spitz werden, ey, wir sehen Jungen sehen. Tausche Stein gegen Fernrohr. Nee, kriegt nix. Und am Anfang hat das wohl nicht mit 59 Leveln zu tun gehabt, sondern es gibt 59 Kinder in den Leveln, die man inspirieren soll. Weil sie den Mut, die Hoffnung oder was auch immer verloren haben. Versucht Leute für eine Sammelklage,
Ich denke, hier gibt's nichts zu klagen. Nicht zu der Zeit. Go, go, go. Ey, nicht so viel lernen. Guck mal hier, wie man Papierflieger macht. Da kannst du später an der Tankstelle arbeiten. ja, bis jetzt gab es keinen Dialog. Das hat damit zu tun, dass sie sich diesem, ja, wie soll man sagen, die Spielfiguren quaken halt und man muss sich das, sag ich mal, man muss das rein interpretieren. Ach so, ich gehe da in dieses Dreieck rein. Wo soll ich den denn hinschieben? Okay, ich glaube, das war... Deswegen wird die Treppe keine Funktion, wenn ich das richtig sehe. Ups, da steht hier einer. Go, 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 go. Du kannst ihm aus dem Weg gehen. Wem genau? Aber mit diesen versperrten Türen kann ich nicht agieren. Guten Abend, Tager. Die Treppe? Du meinst die Leiter? Ach so, man kann den dann aus dem Weg gehen, indem du da hochkletterst. Stimmt, das macht Sinn. Ich sortiere Bücher, ohne lesen zu können. Ho ho.
Doof. Ja, da guckt er nur auf dem Rückweg rein. Aber ich muss dann in den hier gehen und dann warten, bis er vorbei ist. In den ersten von links rein. Okay, du könntest recht haben. Nein, ich habe recht. Pock, 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 pock. Idiot. Ich hab da noch ein weiteres Kind, oder? Ah ne, 3 von 3 sind inspiriert in der Bücherei. Das Einzige, was ein bisschen schade, also nicht schade, man muss halt ein bisschen suchen, dass du nicht sehen kannst. Also, dass es keine Karte gibt. Hallo Rubbel. Was geht ab? Kommt genau richtig. Ganz ruhiges und entspanntes Spiel und bring nochmal 20 Leute mit. Weißt du, ob es Neuigkeiten zu den Siedlern gibt? Nein, gibt es nicht. Ja, putz seine Pfeifen. The Elder Scrolls 6. Bei Elder Scrolls 6 wird genauso wenig zu wissen sein im Moment. Schnell, Leute, wir brauchen ein paar Zuschauer. Tut mir sehr leid, aber ich muss darum betteln jetzt. Age of Empires 4 hat keinen. Also keinen offiziellen Release-Tag oder sonst irgendwas. Deshalb weiß ich nicht, was du von mir willst. Die haben ja damals nur bekannt gegeben, dass am Stichtag, dass das weiterentwickelt wird. Ah, Moment, jetzt muss ich die Treppe ein Stück zurückschieben.
Wie generiert man Zuschauer? Raid? Hype Raid? Schnell, geh mit dem Handy online. Also auf Englisch machen? Nein, das ist noch schlimmer. Die Leute sagen dann, erreichst du mehr Zuschauer? Ja, ist möglich, aber du hast auch viel mehr Konkurrenz, weil ganz viele Leute auf Englisch machen. Konkurrenz ist das falsche Wort, aber du bist halt sofort Weltbühne. Hitler, Porno, Sex, Ray, Titten. Ah, Titten. Lass uns mehr über Geschlechtsorgane reden. Heute Penis, Hart, Party, Sex. World of Sexcraft. Nein, berührt mich nicht! Was, du willst Action haben in einem Spiel Gottes? In einem Haus Gottes? Hier gibt's keine Action. Okay, das andere Kind wird gerade unten von der großen Mutter gepeinigt. Wie soll ich denn da hinkommen? Schon mal Messdienerkerze im Arsch gehabt? Nur am Anfang war da irgendwie was. Das ist nicht oben, sondern hier irgendwie. Ja. Da muss man nicht hinter der Leiter lang gehen. Danke, Big Rossi. Hiermit bist du gesalbt, mein Kind. Mögen mein Stecken und Stab dich trösten. Bin froh, wenn ich mir Stufe 3 Abo leisten kann. Bitte was? Junge, versteck dich doch. Ah, und das Schlimme ist... Ah nee, hier wird gespeichert. Achso, kann ich nicht. Ist auch okay. Stufe 3 Abo ist nur die Creme de la Creme von der Creme der Zaubercreme. Oh.
Oh nein, ich bin nicht an der Kerze vorbeigekommen. Danke Black Death für ein Twitch Prime. Mein Abo konnte es auch haben, aber keinen Bock auf Amazon da zu suchen. Alter Schwede, ey. Moment, du musst auf Amazon gar nicht suchen. Angeblich hast du doch Prime Gaming. Also du hast bei mir das Icon für Prime Gaming. Also sollst du ja ein Twitch Prime Abo haben, noch. Also du sollst die Accounts verbunden haben und könntest, glaube ich, theoretisch einmal kostenlos im Monat, also kostenlos Prime mitdingen. Jetzt reden wir zu viel über Prime-Abos. Brauchst du Hilfe dabei? Soll ich dir helfen und zeigen, wie das geht? Erdhobel. Also sind 2,49 Euro für mich im Monat, die ich dadurch verdiene. Die Prime-Abos bringen genauso viel wie Stufe 1-Abos. Ich muss sagen, Amazon und Twitch haben damit echt was Gutes getan, weil viele halt hier geblieben sind wegen den Prime-Abos dann. Damals, sag ich mal, als andere Streaming-Plattformen plötzlich so Gas gegeben haben. Und irgendwelche komischen Top-Streamer geholt haben für hörende, also irgendwie ziemlich große Verträge. Nein, das war schon immer so. Ein Prime-Abo bringt genauso viel wie ein normales Abo für den Content-Creator. Content-Creator für den Streamer. Wir sind hier nicht auf YouTube. Nein, 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 nein. Scheiße. Deshalb, wenn man nicht weiß, wohin mit seinem Twitch Prime oder so, ist das wirklich die einfachste Möglichkeit, um da so einen Mini-Support zu machen. Und ist die Dame reingegangen. Bin der Einzige, der auf Twitch noch unterstützt? Danke. Du. Du. Da muss ich gerade denken. Du. Hm?